Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Sag mir, was du da versteckt hast. Hör auf, so viel wieso, zu saufen. Wieso habe ich irgendwas versteckt? Ich habe nichts versteckt, ran. Ich habe nichts geklaut. Sicherheit geht vor. Das alte Problem wieder, Leute, dass wir wieder wegen irgendwas angeschissen werden, was wir gar nicht getan haben. Aber mich nicht, wir haben eh immer Erfolg, indem wir uns rausreden. Mir nichts, wenn so, ich tot bin. Wir haben eine Aufgabe. Jeder stirbt irgendwann. Und zwar sollen wir mit dem guten Bernhard einen Familienzwist beenden. Nennen wir es mal so. Und dafür sollen wir jetzt erstmal mit ihm sprechen. Herr Hans und ich, wir sollen mitkommen. Nun gut. Sitz auf, Junge. Dann reiten wir los. Absolut. Ah, Trophäen. Kann ich mir auch direkt übergeben. Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. Sehr schön. Ich kann auch direkt vielleicht eventuell Kannst was du bei mir ihm zeigen? Lernen. Das wäre voll super. Aber ich glaube, Meister bin ich noch nicht. Ich bin Meister! Ich bin Meister in der Verteidigung. Wie gut ist das denn? Ist das nicht etwas viel? Ich falsche natürlich mit ihm. Wie wär's damit? Es muss schon mehr sein. Ja, komm, aber nicht viel mehr, oder? Sehr schön. Neuer Spezialisierungspunkt verfügbar. Ich bin Meister der Verteidigung. Warte mal, Herr Bernhard. Ich will natürlich die anderen Sachen auch noch machen. Vor allen Dingen Schwert. Ich wäre gerne ein besserer Selbstverständlich. Meister, bin ich so gut? Ich will ein Meister werden. Gut, aber nur gegen Silber. Ich bin so gut geworden inzwischen. Wow, richtig gut. Ist das nicht Versuchen wir noch ein bisschen weiter runterzukommen. Einverstanden. Das ist zu wenig. Einverstanden. Ah, neue Stufe in Schwert und in Kampf. Herr Hans, wenn wir ankommen, halte dich bitte zurück. Muss man ein eigenes Pferd nehmen, so wie es aussieht. Leute, wartet auf mich. Reiten die einfach los. Ganz schön dreist. Ich weiß, was du meintest, Hauptmann. Vergiss es. Jawohl, mein Herr. Hör mal, Bernhard. Wegen dieses Räubers. Ich hörte Gerüchte. Ein viel schöneres Pferd als die. So in der Art, ja. Wir haben denselben Urgroßvater. Urban, Baron von Oleschna. Wolflin gehört einem entfernten Zweig meiner Familie an, der... Sagen wir so, sie machen unserem Namen keine Ehre. Ich hörte, Wolflin von Kamberg wurde irgendwo in Schlesien gehängt, weil er den Bischof bestahl. Das hörte ich auch, aber... Nun, du weißt doch sicher, was man sich über die Kambergs erzählt, oder? Dass sie verflucht sind? Bernhard, glaubst du nicht, ich bin etwas zu alt für Märchen? Glaub, was du willst. Aber ich weiß es von meinem Großvater. Und der kümmerte sich nicht um Märchen. Ich wollte dich nicht kränken, Hauptmann. Erzähl mir mehr. Wo kein Feuer, da kein Rauch. Und ich habe noch nie ein Familienmitglied über die Kamberg-Sippe reden hören. Nun gut. Zu Hause wurde immer nur flüsternd von unseren Kamberger Verwandten gesprochen. Als Wolflins Vater Wilhelm einmal zu Besuch kam, ich schäme mich fast. Erzähl ruhig weiter. Ich werde schweigen wie ein Grab. Die Diener hatten so viel Angst vor ihm, dass sie sich in der Scheune versteckten. Vater ließ sie auspeitschen, aber sie wollten trotzdem nicht in Wilhelms Nähe. Sie hatten Angst vor Flüchen. Ich verstehe sie. Wie kommt's? Onkel Wilhelms Gesicht war so entstellt, dass die Leute sich bekreuzigten, wenn sie ihn sahen. Ich hatte als Junge auch Angst vor ihm. Eine Kriegsverletzung? Nein, er wurde so geboren. Seine Mutter, Gräfin Barbora von Haugwitz, wollte Wilhelms Vater, meines Großvaters Bruder, nicht heiraten. Und sie wollte auch keine Kinder von ihm. Als sie doch schwanger wurde, ging sie zu einer Hexe, um das Kind wegmachen zu lassen. Aber sie bekam Fünflinge. Stell dir das vor, fünf Kinder in einer dumm gelaufen. Nacht. Jesus Christus! Und das ist noch nicht alles. Vier überlebten die Nacht nicht. Nur das fünfte. Und es war entstellt. Wilhelm. Man sagte, die Hexe habe sie betrogen. Und ihr statt das Kind wegzumachen, Teufelssamen eingepflanzt. Oh Gott, wie furchtbar. Wilhelm hatte sein Leben lang darunter zu leiden. Als seine eigene Frau im Kindbett lag, ließ er Tag und Nacht sieben Gebetsbrüder bei ihr knien. Aber die Gerüchte brodelten trotzdem. Als sein Sohn Wolflin geboren wurde, sah er normal aus. Aber er wuchs zu einem wilden Gesellen heran.
Das ist er anscheinend immer noch. Allerdings. Vor einigen Jahren reiste Wolflin nach Polen und Wilhelm wurde immer schlimmer. Er verfluchte alles und jeden und begann die Dienerschaft mit Geschirr zu bewerfen. Als er dem Tode nahe war, ließ man einen Pfarrer kommen, um ihm die letzte Ölung zu gewähren, aber auch, weil man Angst hatte, der Teufel würde nun einen anderen befallen. Später tauchte Wolflin auf, obwohl man ihn lange für tot gehalten hatte. Manche behaupteten, er war auch tot, aber das würde eine Teufelsbrut wie ihn kaum aufhalten. Lieber Jesus, wenn du es so erzählst, klingt es viel glaubwürdiger als die Geschichten meiner Armen. Wie verfahren wir bloß mit einem solchen Monster? Beten wir, Herr Hans. Das Schlimme ist, die Leute haben sowas ja früher wirklich geglaubt, langsam. Ne? Vitus und Cyril, ich hatte sie als Späher entsandt. Dafür werden sie bezahlen. Das werden sie. Ach, los, Männer, wir hier. Unser Lager auf. Hab ich gar nicht gesehen. Nimm zwei Männer und komm später hierher zurück. Ich überlasse Vitus und Cyril nicht den Rahmen. Ja, Hauptmann. Die armen Schweine. Sogar die Nebenmissionen hier sind einfach 1A. Das finde ich so super und das macht dieses Spiel so gut. Nee, keine Mission gleich der anderen. Auch wenn ich jetzt hier dieses stundenlange rumgereite. Das müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber so lernt man auch ein bisschen was die Natur kennen und die Gegend. Wenn es jetzt nicht dauernd ist, ist es ja okay. Und wir verbringen schon genug Zeit mit Schnellreisen. Da kann man auch ab und zu mal auf dem Pferd sitzen und noch ein bisschen händisch durch die Gegend reiten. Ist schon okay. Könnte noch ein Liedchen anstimmen, wäre ich eigentlich für. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ah, Wegfindungsstörung hier, die guten. Ich glaube, hier sind wir mal gewesen in dem Wald, als wir den Rotschopf gesucht haben. Den haben wir, glaube ich, hier gefunden dann, in der Nähe. Hier hinten kommt jetzt gleich so ein Pölerlager, meine ich. Sprich mit Hauptmann Bernard. Machen wir doch. Zuerst mal schaue ich aber gerade ganz kurz nach, ob wir neue Skillpunkte haben. Haben wir in der Verteidigung nämlich Waffenbrecher und glänzender Ritter. Waffenbrecher, wenn du deinen Gegner bei einer Umklammerung schlägst, beschädigst du deine Waffe 15% mehr. Eine beschädigte Waffe verursacht deutlich weniger Schaden und verliert enorm an Wert. An sonnigen Tagen glänzt deine Rüstung so grell, dass du für einen edlen Ritter gehalten wirst und der Bonus von 4 Punkten auf Charisma erhältst. Ich glaube, das mache ich. Ach, denn heute ist ein sonniger Tag und schon haben wir 4 Punkte mehr Charisma. Richtig gut. So, und hier haben wir nichts Neues. Reparieren. Ist nämlich nur so ein unnötiger Skill, den ich gar nicht brauche. So, aber vielleicht kann ich ja sogar von ihm noch was lernen. Ich möchte besser mit der Axt umgehen. Nee, Axtkampf auf keinen Fall. Brauche ich gar nicht versuchen. Willst du nicht zuerst? Wir haben nämlich noch nie mit einer Axt gekämpft. Was tun wir jetzt? Zunächst müssen wir herausfinden, wo sich diese Hurensöhne verstecken. Berichten zufolge haben sie hier einige Höfe überfallen. Jemand sollte dorthin reiten und herausfinden, was passiert ist. Übernimm du das, Heinrich. Meine Männer machen ihnen sicher nur Angst. Ist das nicht gefährlich? So gefährlich wie hier im Lager herumzusitzen. Du hast sicher recht, Herr. Wo liegen die überfallenen Höfe? Einer liegt den Hügel hinauf bei Neuhof, gleich am Wald. Ein weiterer hier hinterm Wald an der Kreuzung, nördlich unseres Lagers. Hauptmann, warum greift Wolflin sein eigen Fleisch und Blut an? Man sagt, Blut ist dicker als Wasser, aber ist das so? Sieh doch unseren König und Sigismund an. Was ist der Grund für deinen Zwist mit Wolflin? Es gibt keinen bestimmten. Er ist ein Raubein, ein Verräter und ein Bandit. Kein Wunder. Die ganze Kamberg-Sippe ist verflucht. Wie seid ihr verwandt? Milota, Wolflin und ich haben denselben Urgroßvater. Urban, Baron von Oleschna. Was meinst du mit verflucht? Wie gesagt, Wolflins Großvater heiratete Gräfin Barbora von Haugwitz. Sie wollte kein Kind von ihm und ging daher zu einer Engelmacherin. Aber anstatt das ungeborene loszuwerden, bekam sie gleich 5.
Was, etwa gleichzeitig? Alle in einer Nacht. Aber das haben wir eben schon gehört. Für den Morgen. Wilhelm, der Jüngste. Und du glaubst die Geschichte? Hängt vom Standpunkt ab. Wilhelm war kein schlechter Mensch, solange er klar denken konnte. Aber er war furchtbar entstellt. Der Gedanke daran lässt mich noch heute erschaudern. Und Wolflin? Man sagt, er starb in Schlesien und tauchte dann plötzlich wieder auf. Manche behaupten gar, man kann ihn überhaupt nicht töten. Mhm. Ja, das werden wir noch sehen. Gut. Schauen wir uns hier um. Also, wir sollen hier unten das Lager überprüfen. Den Hof. Und hier oben den Hof. Ich gehe, glaube ich, erst zum Hof bei B. Das ist ein Stück näher. Lalalala. Es gibt übrigens eine neue Version der Mod. Das Speichern. Die alte Version ging nicht mehr. Mit der neuen funktioniert jetzt aber alles wieder prima. So. Niemand hier, so wie es aussieht. Doch. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Dreh dich mal um, wenn du mit mir redest. Hauptmann Bernhard schickt mich. Es geht um den Überfall. Was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Freund. Dein Hof wurde überfallen, oder nicht? Nein. Ich hörte, es gab Überfälle in der Gegend, aber nicht hier. Etwas stimmt hier nicht. Der Hauptmann schickte mich genau hierher. Der Hauptmann muss einen Fehler gemacht haben. So wird's wohl sein. Bist ja du einer von den Banditen? Fragen wir mal die Frau. Hauptmann Bernhard schickt mich. Tja, also sie kamen, bedienten sich und ritten wieder davon. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Wir versuchen, sie aufzuspüren. Jedes Detail, an das du dich erinnerst, wie sagt er denn? Hier war niemand. Was willst du wissen? Wie viele waren es? 2 oder 3. Ich bin noch ganz durcheinander. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht genau. Mein Mann sagte, ich soll drinnen bleiben. Ich habe sie nur durchs Fenster gesehen. Dein Mann war also draußen? Ja, er wollte mit ihnen sprechen. Was haben sie gestohlen? Nicht viel. Wir haben fast nichts und das habe ich Ihnen auch gesagt, als Sie hier aufgekreuzt sind. Du willst mir also weismachen, Sie kamen her? Du hast Ihnen gesagt, hier gibt's nichts zu holen und Sie ritten einfach so wieder davon? Mehr oder minder. Was heißt das? Aber gerade eben sagtest du noch, du warst die ganze Zeit drin. Ah, ja, irgendwie schon. Warst du nun drin oder draußen? Hast du sie gesprochen oder nicht? Nun, wie gesagt, ich bin durcheinander. Weiß nicht mehr viel. Okay, also entweder sind die noch hier oder die sind die Verbrecher und haben sich verkleidet. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du mir nicht alles sagst. Nein, es ist nur, dass alles ist so schnell passiert. Ich bin durcheinander. Ich bin derjenige, der durcheinander ist. Lass mich eins klarstellen. Herr Wolflin, Baron von Camberg, führt diese Banditen an. Er ist kein gewöhnlicher Gesetzloser. Wenn wir ihn nicht schnappen, bricht die Hölle los. Also rede endlich, egal was hier vorgefallen ist. Herrgott, warum lässt du mich nicht in Ruhe? Was ist wirklich hier vorgefallen? Versprich mir erst, dass du sie erledigst. Genau deshalb bin ich hier. Sie kamen vor ein paar Tagen, haben ein Schwein und einen Sack Äpfel mitgenommen. Einer von ihnen hatte ein verletztes Bein, also bot ich an, es zu versorgen. Warum hilfst du Halsabschneidern? Sie verhielten sich nicht aggressiv und ich dachte, ich halte sie lieber bei Laune. Wenigstens ließen sie mir ein paar Äpfel da. Weiter? Was ist dann passiert? Sie ritten davon und ich betete, dass sie wegbleiben würden. Aber sie kamen am selben Abend wieder. Einer von ihnen war verletzt und sie wollten, dass ich ihn mir ansehe. Sie bezahlten mich und führten mich zu ihrem Lager. Und am Morgen war ich wieder hier. Ich verstehe. Sie haben dich bedroht. Nicht wirklich, das mussten sie gar nicht.
Aber wenn sie euch entkommen, werden sie zurückkehren und mir was antun. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Du weißt, wo sie lagern? Ich möchte, dass du mich hinführst. Ich gehe nicht zu ihrem Lager. Aber ich weiß, von wo aus du es gut sehen kannst. Das reicht mir aus. Cool. Wird direkt dorthin gebracht. Habe ich mir den einen Punkt auch gespart. Direkt. Weiter gehe ich nicht. Wenn sie mich sehen, bin ich erledigt. Das Lager liegt in dieser Richtung. Danke. Keine Sorge. Wir kümmern uns um sie. Ich bete dafür. Okay. Kein Problem, liebe Dorfbewohnerin. Ich speichere kurz das Spiel. Dann machen wir uns auf den Weg. Nicht den Bogen. Ah, ich dachte mir das schon, dass jetzt in unserem neuen Helm ach, schaut mal. Wenn er das Schwert zweihändig führt, hat es viel mehr Schaden. 82, 82, 4. Und so nur 66, 66. Oh, das ist ja interessant, das wusste ich auch noch nicht. Obwohl er es nur einhändig führt. Ich habe sie wohl gefunden. Ich sollte zu Hauptmann Berner zurückkehren. So. Sollte ich das? Kann ich die nicht einfach ausschalten alle? Na gut, das ist vielleicht keine so gute Idee. Wer weiß, wie viele das sind. Ich habe jetzt nichts gesehen, ehrlich gesagt. Ach, da ist ja die gute. Über mein Pferd. So, gute Frau. Ich weiß, es sieht so aus, als würde ich meinen Auftrag nicht so erfüllen, wie ich das versprochen habe. Aber ich hole nur ein bisschen Verstärkung. Dann kümmern wir uns um die Banditen. Vielleicht ist Bernhard auch nicht so begeistert davon, wenn ich hier seine Familie... Wer weiß, wer da alles dabei ist. Wenn ich die da alle abschlachte. Und der Herr Hanusch hat ja auch gesagt, er hätte am liebsten eine unblutige Lösung. Deswegen werden wir auf jeden Fall erstmal versuchen, das irgendwie unblutig zu lösen. Und dafür haben wir eigentlich genug Redegewandtheit und auch genug kämpferische Erfahrung, dass wir auch ein bisschen mit Angst arbeiten können, gegebenenfalls. So. Bernhard, wo bist du denn? Ganz schön viele Leute inzwischen hier, die sind aber nicht alle mit uns geritten. Ich weiß, wo das Lager ist. Ah, gut zu hören. Ist es weit? Nicht wirklich. Wie viele Männer waren da? Ich habe sie nicht gezählt, ich habe nichts gesehen. Das weiß ich leider nicht. Nächstes Mal zähle sie. Verstehst du denn nichts vom Späherhandwerk? Naja, es ist ja nicht so, als hätten wir eine Wahl. Zeit, diesen verrückten Bastard an den Rataya Galgen zu bringen. Sollten wir nicht besser mit ihm verhandeln, Herr? Mit Banditen verhandeln? Du bist wohl verrückt geworden. Ja, aber das ist eigentlich die Aufgabe. Herr Hanusch, ich hab's eigentlich ihm versprochen. Herr Hanusch will, dass unnötiges Blutvergießen vermieden wird. Was willst du damit sagen? Ich könnte mit Wolflin verhandeln. Selbst wenn nichts dabei rauskommt, kann ich zumindest einen Blick auf ihr Lager werfen. Ein wenig Spionage kann sicher nicht schaden. Und Wolflin ist ein eingebildeter Gag. Er wird dich anhören. Was ist ein Gag? Und wenn es nur ist, um mir zu sagen, dass ich zur Hölle fahren soll. Ich gebe dir eine Livree mit meinem Wappen, damit er weiß, dass ich dich schicke. Und du musst unbewaffnet gehen. Danke, Hauptmann. Ich tue mein Bestes. Das hoffe ich. Und komm ja in einem Stück wieder. Ich will Herrn Ratzig nicht sagen müssen, dass ich seinen Günstling ans Messer geliefert habe. Was heißt denn jetzt unbewaffnet? Heißt es, dass ich die Sachen nur ablegen muss, oder?
kann ja so machen, dann bin ich ja unbewaffnet. Mein Pferd. Hinten. Eieiei, ich hoffe, das funktioniert. Heinrich ist mit euch mitgeritten, ihr Idioten. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt wirklich unbewaffnet bin oder ob ich die Sachen irgendwo in eine Kiste legen muss hier. Allerdings habe ich da wenig Lust drauf, hier mein Schwert und so irgendwo zu lassen, wo ich nicht drankomme. Müsste eigentlich so funktionieren. Ach, da kommt die Dorfbewohnerin. So. Ich werde mal zu Fuß da reinlaufen, nicht, dass sie sich bedroht fühlen von meinem Pferd. Hi. Hey du, was willst du hier? Ich bin Hauptmann Bernhards Bote und soll verhandeln. Ich kann dir nicht trauen. Warum nicht? Ich bin unbewaffnet. Das ist wahr. Du trägst Herrn Bernhards Farben. Ich schätze, ich kann dich zu Herrn Wolflin bringen. Sehr aber schön. Aber versuch keine Dummheiten. Verstanden? Nein. Kann nur sein, dass ich meinen Kolben ziehe und euch alle vermöble. Nein, aber das ist ja... Wir sollen das Ganze ja unblutig lösen, wenn möglich. Meine Rüstung sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Würde ich gerne für mich beanspruchen. Schaut mal an, er hat auch so einen komischen Hut. So einen Turban. Was zur Hölle machst du da? Wen haben wir denn da? Wie heißt du, Junge? Heinrich. Ich bin ein Bote von... Ich weiß, von meinem geliebten Vetter Herrn Bernhard von Oleschna. Und? Wie lautet deine Botschaft? Du kannst gehen, wenn du die Beute zurücklässt. Bin so hungrig, könnte meine Stiefel fressen. Ich stelle erstmal eine Gegenfrage, würde ich sagen. Was hast du gegen die Herren von Oleschna? Milota, dieser Bastard, hat Dörfer gestohlen, die meinem Vater gehörten. Ich war in Polen, als er starb. Und Milota sagte allen, auch ich wäre tot. Aber du kamst zurück, nicht wahr? Ja, das tat ich. Aber Milota bestach einen Pfaffen zu behaupten, mein Vater habe auf dem Sterbebett gebeichtet, dass er vom Teufel besessen wäre. Und sein Sohn ebenso. Also ich. Deshalb denken sie, ich sei ein Hexenmeister und von den Toten auferstanden. Was ist mit den Gerüchten, oder? Nicht Gerichten. Das ist bedauerlich. Aber unsere Gerichte oder der König würden das doch nicht glauben. Ach so, meint er das. Mag sein, aber der König ist in Gefangenschaft und die Adligen haben keine Zeit, Gerichte abzuhalten. Niemand hört mich an. Und wenn alles vorbei ist, wird man mich vergessen haben. Verschissenes Wetter, verschissene Zelte. Wir bieten dir freies Geleit von diesem Land, wenn du alles zurücklässt, was du Herrn Hanusch gestohlen hast und 60 Groschen Entschädigung zahlst. Welch großzügiges Angebot. Aber warum sollte ich akzeptieren? Weil ich ein geschickter Verhandlungspartner bin, deswegen. Weißt du denn nicht, was hier schon eine ganze Weile los ist? Bin so hungrig, sollte ich. Könnte meine Stiefel fressen. Banditen sind im ganzen Land unterwegs. Kürzlich überfielen ein paar ein nahes Gestüt und die Anwohner haben langsam genug. Mag sein, aber damit habe ich nichts zu tun. Was sagt das den Leuten? Auf dem Weg hierher hat der Hauptmann im halben Land Männer rekrutiert. Er will an dir ein Exempel statuieren. Warum an mir? Es stehen bestimmt genug zur Auswahl.
Weil du der Erste bist, der nicht wegläuft. Also bist du auch der Erste, der geschnappt wird. Ich bin mir sicher, du weißt, was danach mit dir geschieht. Warum warnst du mich? Wozu das Gerede, wenn ihr so viele seid? Herr Hanusch will unnötiges Blutvergießen vermeiden. Er wäre glücklicher, wenn du einfach weiterziehst. Also schickte er mich als Unterhändler. Es war also gar nicht Bernards Idee. Wenn der Hauptmann wüsste, dass ich hier bin, würde er mich vierteilen. Nicht schlecht. Hier gibt es ohnehin nichts zu holen. Gut, ich akzeptiere dein Angebot. Sag deinem Hauptmann, wir ziehen ab. Und das Geld, Vergiss Junge. Vergiss nicht, die Beute und 60 Groschen dazu lassen. Ja. Kein Zweifel. Du bist ein guter Unterhändler, Junge. Scheiß Wetter, also gut. Scheiß Zelte, das wird es sicher ohnehin leichter. Ich hab genug dann los, von dieser bevor Bernard die Geduld verliert. Ha, ich bin einfach der Beste. Der beste Unterhändler, den es gibt. Was zum Teufel? Kann ich hier noch irgendwas klauen, bevor ich irgendwie abhaue? Dann werden die bestimmt böse, ne? Ah ja. Das Diebstahl. Das gefällt denen dann nicht so, wenn ich hier die Kisten ausleere. Sehr gut, sehr, sehr gut. Also mein Verhandlungsgeschick verwundert mich immer wieder, dass ich, was heißt verwundert? Verwundert tut es mich eigentlich mittlerweile nicht mehr, aber ich bin immer wieder begeistert, so, dass ich inzwischen so gut bin, was das Verhandeln angeht. Das ist ja auch genau das, was ich wollte. Ich weiß noch, wenn ihr euch zurückerinnert an die allererste Episode, da bin ich ja auf Verhandlung und auf Kampf gegangen, die beiden Sachen. Wobei Kampf eigentlich mehr so ein bisschen aus Angst war. Ich hatte eigentlich sowieso vor, das ganze Spiel relativ friedlich und relativ viel mit Verhandlungen zu lösen, soweit es geht. Aber da mir klar war, dass ich nicht umhin komme, die ein oder andere Schlacht zu schlagen und das auch sonst ein bisschen zu langweilig geworden wäre, hatte ich dann am Anfang auch den einen Punkt in Kampf gelegt. Aber trotzdem, solange ich eine Schlacht verhindern kann, und vor allen Dingen in diesem Fall war es ja wirklich so, dass Herr Hanusch gesagt hat, ihm wäre das auch am liebsten. Wenn er gesagt hätte, ihm wäre der Krieg am liebsten, hätte ich auch das gemacht diesmal. Also solange ich irgendwas unblutig lösen kann, versuche ich das. Es sei denn, der Auftraggeber hätte es gerne blutig. So, Bernard, die Sache sieht ziemlich gut aus. Ich bin von Wolflin zurück, Hauptmann. Und in einem Stück. Wenigstens das. Ich erwarte nicht, dass du etwas erreicht hast. Ich habe sie überredet, abzuziehen. Außerdem haben sie die Beute und 60 Groschen als Entschädigung dagelassen. Kaum zu glauben. Das ist deutlich besser gelaufen als gedacht. Die Groschen sind für Herrn Hanusch? Natürlich. Nun, dann nimm das Geld und reite nach Rathai. In der Zwischenzeit brechen wir das Lager ab und stellen sicher, dass diese Bastarde Wort halten. Jawohl, Hauptmann. Ich reite los. Und Heinrich? Gut gemacht. Aber ich habe noch überhaupt keine Groschen bekommen. Die liegen nur noch im Lager. Will er mich verarschen? Soll ich das jetzt aus meiner Tasche bezahlen oder was? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wie soll ich das denn machen, ohne Geld geplündert zu haben? Mir ist jetzt aber auch zu blöd, für 60 Groschen da zurück ins Lager zu gehen. Und ich glaube auch nicht, dass in dieser dämlichen Kiste noch irgendwas drin war, was jetzt voll wertvoll gewesen wäre. Glaube ich nicht. Deswegen zurück nach Rathai. Und vielleicht finden wir jetzt, okay, das Wetter ist beschissen. Ich weiß nicht, ob auch an schlechten Tagen hingerichtet wird, aber irgendwann muss doch jetzt die Hinrichtung langsam mal sein. Noch hat sie wohl nicht stattgefunden, oder? Was laufen denn hier alle so? Wo läuft der Hanusch denn hin? Gott sei Dank. Es regnet, oder warum laufen die alle so? Was kann ich für dich tun? Ich bringe Kunde aus dem Lager her. Sprich. Ich überzeugte den Hauptmann, mich mit Wolflin verhandeln zu lassen. Er hat zugestimmt? Erstaunlich. Fand ich auch. Ich habe Wolflin freies Geleit aus dem Lehen zugesichert. Aber nur, wenn er die Beute samt 5 Dutzend Groschen als Entschädigung zurücklässt. Gut gemacht. Bernard wird sicher eine Weile enttäuscht sein, dass er nicht Rache nehmen konnte. Aber das Wichtigste ist, dass wir diesen Störenfried los sind.
Tja, nach allem, was die letzte Zeit passiert ist, bin ich froh, dass mal etwas gut ausgegangen ist. Ich ebenso, Herr. Und du verdienst eine Belohnung für deine Taten. Gib, Herr. Sehr schön. Magdeburger Kürass habe ich bekommen. Ich habe schon wieder einen Grafikfehler, Leute. Deswegen muss ich hier auf meinen Aufnahmebildschirm gucken. Magdeburger Kürass. Taugt das was? Oh, das ist besser als mein jetziges. Mein Kuttenberger Kürass. Sehr geil. Sehr geil, Leute. Ja, die Mission haben wir auch wieder abgeschlossen. Was haben wir denn jetzt noch so vor? Unter Tage, ja, da haben wir noch ziemlich viel zu tun. Alles da oben in der Ecke. Wenn alle Stricke reißen, ja. Ich weiß nicht. Soll ich mal mit dem Kerl hier sprechen? Eigentlich müsste ich hier zum, wie heißt er denn? Zum Henker gehen, wie er läuft. Eigentlich müsste ich zum Henker gehen und dem mal Bescheid sagen, dass wir alles gemacht haben. Oder wie schließe ich die Quest jetzt ab? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Aber für diese Episode ist die Zeit eh schon wieder gelaufen. Ich werde mal ein bisschen hier rumreiten und schauen, ob ich vielleicht irgendwo, mal schauen, wie das hier funktioniert. Ich denke mal, hier wird ja die Hinrichtung dann stattfinden, oder? Auf dem Platz hier. Oder wo genau passiert das? Ich weiß es nicht. Naja, wir werden es herausfinden. Liebe Leute, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar und ein Like da lasst. Wie gesagt, freut mich immer sehr. Und auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet, hier zu Kingdom Come Deliverance. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Shot.